Okay, ist noch ein bisschen weiter hinten. Ob den kill ich da oben. Ich glaube, der wird mich nicht sehen, wenn ich da jetzt hochkletter. Ich hoffe, ich mache nicht so viel Lärm. Hören, oder? Oh, das ist selber? Nee, da ist eine Leiche. Da hat er etwas. Da rumlaufen, ohne dass mich einer sieht. Nämlich Waffenteile. Ich nicht, solange die mich nicht sehen, ist alles gut. Okay, was ist hier? Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Keine Nachricht von Morbius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha-1-Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha-1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Die sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer, offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Stimmt allerdings. Was würdest du machen, Joker? Dass die Viecher das nicht hören da vorne. Erstmal weiter farmen, okay. Wundert mich, dass sie das nicht hören, ey. Ja, wenn ich bei denen Waffen finde, ist doch alles tutti. War alles super. Ah, warte mal. Zum Wohl. Deine Schleichwerbungen. Aha. So, also denen laufe ich nicht hinterher. Ob die hören mich hier nicht. Geil ist dran, das ist total anders wie der erste Teil. Weil es ja teilweise schon eine Open World, also eine, ja, frei belaufbare World. Nicht nach Level, das. Thank you.
Okay. Finde ich auch wiederum cool irgendwie. Dass ich hier wirklich frei bewegen kannst und so, finde ich echt geil. Da ist eine Tür. Geh doch mal durch. Doppeldrücken. Auftreten will ich aber nicht. Doch ruhig. Da ist ein Toter. Pass mal ein. Irgendwie vermisse ich das Feuerzeug. Aber der scheint tot zu sein. Aber bei dieser großen Lache war doch noch mehr, oder? Nägel! Diese langen Edelstahlnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt als Schrapnelle. Komponenten können nützlich. Eine Nagelkanone. Achso, dass sie tot bleiben, dass man sie nicht verbrennen muss. Könnte natürlich möglich sein. Das könnte echt möglich sein. Stimmt. Warte. Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost am Ende. Als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja Schusswaffen. Diese Komponenten können nützlich sein. Ja, ich bin gespannt, was ich da alles machen kann. Scheint ein richtiges, großes Crafting... ja, Ding zu sein. Ach, und da ist gleich auch eine Werkbank. Ja, und da nochmal Waffenteile. Geil. Und eine Werkbank, wo auch noch Waffenteile drauf sind. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Runde craften. So, eigentlich nicht. Also. Munition würde ich mir noch zwei gerne machen. Ist sicher. So, Waffenverbesserung. Ah, warum juckt immer alles? Er ist typisch. Man hat die Cam an und dann juckt. Aber nur 130. Zu wenig irgendwie. Wir könnten aber, glaube ich, die Feuerkraft erhöhen. Oder wir könnten Nachladezeit verschnellern. Oder die Feuerrate erhöhen. Oder Magazingröße. Was würdest du machen, Joker? Frage einfach mal. Ich will ja, dass die Zuschauer ein bisschen angebunden sind. Auf die Antwort kommen. Nur kurz mal Kaffee da. Auf einmal.
Magazingröße meinst du? Natürlich will ich dich von der Couch hochtun. So nicht ein Tablet? Dann kannst du ja darüber chatten. Achso, hab ich einmal schon mal was? Ich würde einmal nochmal auf Schaden gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich dann für Waffen kriege. Ja, erstmal sammeln, weil. Doch, wir sammeln erstmal, weil. Man weiß ja nicht, was für Waffen man dann kriegt und dann auf einmal so eine geile Waffe und wir haben zu wenig Waffenteile, wir können nicht aufrüsten. Auch doof. Ja, natürlich auch doof. Ich traue dem auch zu, dass er aufsteht. Man weiß ja nie, man weiß ja. So. Wenn man kurz so bewege. Okay, da wären die Abdrücke dann. Dann würde ich sagen, bewegen uns hier mal rüber. Da gehen wir erst da entlang. Ah, wir gehen erstmal da. So, Licht können wir ausmachen. Was? Boah, wo kommst du her? Boah, ey. Scheiße. Scheiße. Okay, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich merke schon, Munition wäre ich hier schnell los. Natürlich noch unten drunter schön was hingelegt, um Leute hinzulocken. Geil, du kannst ja alles nachgucken. Cool. Halt mal. Ja, da komme ich natürlich nicht. Da. Elftano. Ach, die Achse ist schon voll, okay. Apropos, was ich auch mal gehört gelesen habe vorher. Da liegt jemand auf dem Dach. Was ich auch gelesen habe, oder besser gesagt gehört habe von dem Spiel, ist so, dass wenn man den Schwierigkeitsgrad, also wenn man den auf der höchsten Stufe spielt, also anfängt, dann kann man den auch runtersetzen im Spiel. Aber wenn du die leichteste hast, kannst du den nicht mehr hochsetzen. Runter geht immer, aber hoch geht nicht. So habe ich das zumindest gehört. Wird da was rot oder?
Erlebt. Okay. Ich glaube, das gut ist, wenn man in den Bus. Gehen. Überlisten. Boah, ich hab's geahnt. Entschuldigung. Okay. Das sind mehrere. Heben wir uns, glaube ich, für später auf. Aber eigentlich müsste ich mal zurück und in Stem rein. Also, ich bin ja im Stem drin. Ich meine, Dose auch mal benutzen. Was, jetzt sollen wir da jetzt rein? Lass mal doch mal die Pflanze da oben aufnehmen. Wir kommen immer näher zu dem Lagerhaus, oder? Oder zu dem Händen. Ah, Joker, wenn du einschläfst, sagst du mir Bescheid, gell? Wenn ich ehrlich bin, habe ich es mir im Moment sogar gruseliger vorgestellt, als es ist. Also bis jetzt. Jetzt finde ich es eigentlich gar nicht gruselig. Ich finde es eigentlich spannend und cool irgendwie. Aber nicht gruselig. Aber es kommt bestimmt noch. War ich vom ersten Teil doch ein bisschen mehr gewöhnt. Aber man sollte niemals nie sagen. Gut, ehrlich gesagt, ich schleiche auch sehr rum. Einfach nur, weil ich auf Nummer sicher gehe. Dass man so alles im Abfalleimer findet. Natürlich, macht ihr erstmal sauber. Wir haben ja zwei Straßenseiten. Okay, ich glaube, wir sind da, wo wir hin sollen. Warte mal. Okay. Erstmal gucken, ob der Automat funktioniert. Praktisch. Cool. Oh, wartet mal. Da war doch was im ersten Teil mit dem Auto. Alter, wie viel kommt da noch raus? Okay, doch nicht. Doch nicht. Nee, weil im ersten Teil ging das auch mit dem Automaten. Dass da grünes Geld durchgelaufen ist. Aber dann auf einmal hast du halt Pech gehabt und eine Bombe ist rausgekommen. Da rein. Ja, also da kommen wir schon mal nicht rein. Da müssen wir da drüben rein. Gehen wir mal durch die Hintertür rein. Jetzt mal ganz mutig. Oh, hier, Monster. Okay. Lassen wir alle Monster hier raus. Ihr seid frei! Ihr seid frei!
Ich glaube, tot bleibt tot. Wegen irgendwie Streichholz oder Feuerzeug fehlt mir irgendwie. Was war das? Echt jetzt? Ich vermute, wir kriegen doch bald Probleme. Weiß auch nicht, wie das ist, wenn wir sterben. Wenn wir mal sterben sollten. Rauchpulver! Das Trockenpulver setzt eine Rauchwolke frei, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Diesen Komponenten können nützlich. Also Rauchmunition. Rauchbomben. Schätze ich einfach mal. So, wir müssen da rein. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Haben bestimmt alle. Ich denke mal, wir müssen da rein, aber die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Ich weiß, ich bin voll der Angsthase. Gleich hier in der Gegend rum nur. Auch Toto. Ist ja sofort von klar. Ich gehe hier rein und die Tür geht zu. So auch immer. Mal. Sicherung. Eine kleine Sicherung aus einer elektrischen Verteiler. Leider ist es nicht möglich, defekte Verteilerkästen damit zu reparieren. Gut zu wissen. Okay, da hinten ist was. Und noch so ein Teil. Da drin. Nix. So eine Baulaterne. Sorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist. Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. James, Ryan hier, bitte melden. Ich habe einige dieser Dinger im Raum unter der Lackiererei eingesperrt. Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum. James, hörst du mich? Scheiße. Hier drunter ist ein Lager? Da muss ich hin. Sind wir da wirklich hin? Okay. Ja. Ich verstehe. Okay, ich verstehe.
Erson? Ja, verdammt. Ah, das ist doch wieder das Typische für mich da. Wenn ich jetzt sage Lamge 4-2. Das sind 2, das sind 4. Alter. Also das sind 5. Das sind 2. Das sind 4. Hä? Ich kapier's nicht. Warte, ne. Egal, über den Schall ich zurück. Das wird immer vorgehen. Oh. Ja, probieren wir mal. Ah, okay, danke, Zucker. Ich verstehe, okay. Ach, so geht es, okay. Alles klar, ja, ist ja eigentlich auch logisch, aber... Da hat die Logik gerade mal bei mir ausgesetzt. Okay, passiert. Passiert, passiert, passiert. Was? Was? Boah, was bist denn? Boah, ernsthaft? Wow! Okay, scheiße. Scheiße! Miststück. Da ist was dabei einholen. Okay, das ist böse. Das mal generieren lassen. Und jetzt können wir uns eine Spritze rein. Ah, du das. Ah. Wie weiß die Viecher sind, gell? Mit weiß und